der wird nichts sehen und lediglich ihre sanfte Berührung am Nacken spüren. Doch wessen Herz falsch und verdorben ist, der bekommt die grässliche Rosenwasserhexe zu Gesicht. Ein Wesen von unbeschreiblicher Hässlichkeit. Dann ertränkt die Hexe denjenigen mit einer Schnur aus Dornenranken im Wasser. Während der Orden solche Dinge sehr ernst nimmt, halten die meisten Behörden diese Sage für abergläubischen Unsinn. Dennoch soll nicht unerwähnt bleiben, dass jedes Jahr mindestens ein halbes Dutzend junge Frauen tot und mit blau angelaufenem Gesicht aufgefunden werden. Der Hals eingeschnitten und zerkratzt wie von einem Kragen aus Dorn. Ah, das ist krass. Also, ihr könnt mir eigentlich sagen, was ihr wollt, liebe Freunde, ne? Aber wären jetzt diese ganzen Dornen nicht, ne? Könnte man eigentlich schon was mit denen machen, ne? Also, ich habe schon schlimmere Spiele Frauen gesehen, sagen wir es so. Ja. Ist hier irgendwas, was ich brauche? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich will trotzdem hier hoch. Warum? Weil ich es kann. Könnte ja interessant sein. Die Kunst, zauberhafte Gärten, Blätter und Dornen, Seite aus einem alten Buch. Ein mit krakeliger Handschrift verfasste Seite aus einem alten Manuskript gerissen drüber. Tu es für mich, Liebster, für ein Geburtstagsgeschenk. Die Gräfin. Zauber der Lumpengräfin. Sammle drei Flussriecherperlen. Nee. Wo will ich denn jetzt drei Flussriecherperlen herkriegen? Bin ich denn bekloppt im Kopf? Okay. Also, wir haben einmal einen Haufen Kacke und müssen weiter in einen Haufen Kacke. So. Schauen wir uns erstmal um. Hier lang zu gehen, scheint mir eigentlich ganz sicher zu sein, aber dann haben wir keine Auswahlmöglichkeit mehr. Hier. Was ist das? Okay. Die sieht mir so lebendig aus. Die wackelt doch, oder? Bilde ich mir das nur ein. Naja. Die lebt doch. Ich sehe dich. Wer ist das? Raus aus meinem Kopf! Oh oh. Diese Grabschädelköpfe. Wer ruft mich da? Ich habe Angst, Mama. Irgendwer ruft meinen Namen. Wasserfall. Oh. Ich glaube, da ist jemand hops gegangen. Ja. Schlüssel zum Haupteingang von Brickmoor. Das dürfte der Butler gewesen sein. Finde den Schlüssel für den Haupteingang. Was bringt mir denn ein Schlüssel? Was bringt mir ein Schlüssel, ganz ehrlich? Wenn ich doch ganz einfach jetzt hier durch diese Hintertür reingehen kann. Oder wo führt dieser Pfad mich hin? Wo? Wohin? Warum ist die Banane? Warum gehe ich eigentlich wieder zurück? Ich bin jetzt im Hintereingang, der sieht nicht so sehr bewacht. Und ich gehe trotzdem. Ich schieße immer einmal daneben, seht ihr das? Ich mache das aber nicht absichtlich, ich schwöre es. Oh. Oh. Das nenne ich aber mal schön.
Aber die haben es hier schön, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Haupteingang. Oh oh. Fuck. Oh. Oh oh. Verdammt. Oh. Ihr scheiß Blumen. Okay, killt mich, bitte. Ich hab Scheiße gemacht. Komm. Oh oh. Aua. Ja, ich. Verflucht sei deine Familie für jede gefallene Schwester. Ja, ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Du siehst mich. Ich sehe dich auch, meine Liebe. Kann ich nicht doch einfach nur durch den Hintereingang gehen? Finde einen Weg und nimm den Haupteingang. Gefallen, abtrünnige Hexe. Mit roter Jacke. So. So. Wo ist denn die abtrünnige Hexe? Auf jeden Fall hat sie eine rote Jacke, hat sie gesagt. Rote Jacke. Muss man halt mal so ein bisschen... Ach, warte. Eine bessere Idee. Daut, Daut, Daut. Von diesem Assassinen habe ich genug. Die anderen Schwestern sprechen von ihm voller Ehrfurcht und Bewunderung. Wie dumme Schulmädchen. Keine Sorge, Liebes. Die Hunde warnen uns. Oder die Statuen. Und dann stürzen wir uns wie Krähen auf. Das finde ich aber nicht nett, was er da über mich sagt. Okay, auf jeden Fall scheint hier überall Respawn zu sein. Aus irgendeinem mir unerdenklichen Grund. Oh, der Haupteingang ist da vorne. Es war richtig, es zu nehmen. Meine Schwester braucht es gar nicht. Es gehört recht. Zack. So. Das ist doch eine Scheiße. Seht euch das an, wie dick bewacht das Ding ist. Wie will ich denn da reinkommen? Unbemerkt. Komme ich hier durch? Natürlich nicht. Na? 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 Zack. Jetzt bin ich natürlich leichtes Futter. Oh oh. Scheiße. Oh. Zeig dich, kleine Kuh. Haupteingang. Dankeschön. Und ich dachte, der überschwemmte Bezirk wäre runtergekommen. Oh. Hat die mich gesehen? Oh.
Power. Alter! Was geht bei euch ab? Oh, Bananen! Jetzt mal ganz im Ernst. Und ich dachte, der überschwemmte Bezirk wäre runtergekommen. So. Da muss es halt hier sein. Da muss man halt schauen, was einem für Optionen bleiben. Oh oh. Über mir. Ja, wird nicht mehr lange dauern. Dann werden unsere Geduld und Arbeit belohnt. Aber was ist mit Melina? Ist sie... Keine Sorge. Erst haben die anderen bezahlt. Natürlich. Natürlich. Die sehen mich natürlich instant. Delias Befehle. Ich habe die Laterne in mein Atelier im Westflügel bringen lassen. Betretet mit ihr nur dann das Gemälde, wenn die Lage kritisch ist. Ich werde das Ritual vorbereiten und möchte unter keinen Umständen gestört werden. Ich denke, ihr werdet mit Daud fertig werden. Sollte er hier auftauchen, Delilah. Die mit mir fertig werden. Scheiße, ich habe keinen Betäubungsbolz mehr. Das heißt, ich muss mit der Tuse fighten. So sieht's aus. Die Rune ist mein. Sokolov ist mein. Narkomine. So. Serkonische Blutwurst. Lecker Blutwurst, lecker Blutwurst. Haben wir das auch? Wo muss ich hier überhaupt lang, Mann? Knochenartefakt. Außenbereich. Wieso muss ich denn jetzt in den Außenbereich? Kannst du mir das mal sagen? Findet Delilahs Atelier. Ja. Mach ich das. Scheiße, ich habe keine Betäubungsbolzen mehr. Und ich weiß nicht, wie ich diese Narkose oder Narkomin dahin pflanze. Warte, wie geht das? Wie geht das? Ziele, Notizen, Verlaufanzeigen, Zielmarkierung, Verbergung. Nein. Inventar. Verbessert. Nee, boah, das brauche ich ja nicht. Wie setz ich dich? Komm! Ausrüstung. Ich verstehe nicht, wie ich das mache. Knochenartefakte. Ist das Rattenjäger? Wenn du Ratten tötest, steigt dein Adrenalin ein wenig. Boah. Hexenhaut. Wenn du Schaden erleidest, sinkt erst dein Mana und dann dein... Ja, gut. Baut Adrenalin deutlich schneller auf. Adrenalin hebt schneller ab. Hebelkraft. Reichweite und Geschwindigkeit der Kraft anziehen ist erhöht. Nachteil, anziehen kostet mehr Mana. Ja. Erlittener Schaden wird reduziert. Nachteil, gesamte Bewegungsgeschwindigkeit verringert sich. Nicht so geil. Definitiv nicht so geil. Hallo? Zack. Bitte! Nein! Zwingen Sie mich nicht zum Essen! Ich kann nicht! Bruder Markus, ich denunziere den Orden. Wandernder Blick, lügende Zunge. Aufseher, aus diesem habe ich nicht viel herausbekommen. Der ist gut geschult. In seinen früheren Gefährten zu verfüttern war eine Sauerei und hat ihm nichts Sinnvolles entlocken können.
Ich versuche es morgen noch einmal, vorausgesetzt, er bleibt bei Verstand und wird nicht gewalttätig. Sollte dies aber der Fall sein, kann ich ihn nur noch umlegen. Alter, der muss... Lustlose Hände, unstet...